Die Loschwitzer Schwebebahn von Dresden ist die erste Bergschwebebahn der Welt. Entwickelt von dem Ingenieur Eugen Langen, der lebte von 1833 bis 1895, der auch die Wuppertaler Schwebebahn konstruierte und beide selbst Schwebebahn nannte, obwohl bahntechnisch korrekt die Bezeichnung Einschienenhängebahn zutreffender wäre. Der Bau der Bahn begann 1898 und die feierliche Eröffnung fand am 6. Mai 1901 statt. Eine extra Aktiengesellschaft namens Dresdner Elektra AG wurde als Betreiber der Bahn gegründet und kaufte das Areal der Ausflugsgaststätte am oberen Ende der Bahn. Die Gaststätte wurde kurz nach der Inbetriebnahme zum Schwebebahnhotel umgebaut und 1968 wegen baulicher Mängel geschlossen. Es gab mehrere Unfälle während der Geschichte der Bahn, darunter ein tödliches Unglück im Jahr 1962 und weitere in den Jahren 1932, 1998 und 2014, bei denen jeweils ein Auto mit einem Wagen kollidierte. Die Durchfahrtshöhe ist hier auf 2,50 Meter begrenzt, aber zumindest Möbelwagen ignorieren das gerne. Zu dem tödlichen Unglück fand ich irreführende Angaben. Die eine Websprache sprach, dass 1902 ein Schaffner abgesprungen ist und dabei tödlich verunglückte. Und auf einer anderen Seite fand ich die Angabe, dass 1962 das Zugseil von einer Rolle sprang und beim Versuch, es wieder einzuhängen, wurde die Betriebsleiterin zwischen Seil- und Gondelaufhängung eingeklemmt. Die Bahn wurde im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt. Im Gegensatz zur Loschwitzer Kirche, die 1945 von einem Bombenangriff getroffen wurde und jahrzehntelang in Ruinen stand. Obwohl sie als technisches Denkmal eingestuft wurde, wurde die Bahn während der DDR-Zeit auf Verschleiß gefahren und galt weniger als Attraktion, als vielmehr als normales öffentliches Verkehrsmittel. Die Bahn wurde 1984 stillgelegt und einer umfangreichen Reparatur unterzogen, die bis 1992 dauerte. Im Jahr 2002 wurde dann eine Aussichtsplattform mit herrlichem Blick auf das Blaue Wunder sowie ein technisches Museum für die Antriebstechnik im Maschinenhaus geschaffen. Seit 2017 fährt die Bahn ohne Fahrer und steht unter Denkmalschutz. Technisch beträgt die Fahrstrecke der beiden wechselseitig betriebenen Wagen 274 Meter, wobei ein Wagen immer in der Talstation und der zweite im Bergbahnhof ist. Beide Wagen laufen auf getrennten Schienen und treffen sich bei der Fahrt in der Mitte der Strecke, wobei sie einen Höhenunterschied von 84 Metern überwinden.
Die Bahn verläuft nicht exakt gerade, sondern folgt kurz nach dem unteren Bahnhof in einer leichten Rechtsbiegung der Hanglage nach Oberlaschwitz. 26 Stützen halten die Stahlkonstruktion zwischen den beiden Endbahnhöfen. Die reine Fahrzeit dauert 3 Minuten und die Fahrt ist kostenpflichtig. Die Loschwitzer Schwebebahn feierte am 6. Mai 2021 ihr 120-jähriges Bestehen. Nach der Eröffnung der Schwebebahn 1901 hatte die damalige Dresdner Elektra AG auf dem Berg ein Ausflugslokal errichtet, um damit zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen. 1953 wurde die Gaststätte von der HU übernommen, verfiel aber zusehends. 1968 erfolgte die Schließung, 1977 wurde das Gebäude abgerissen. Ich kann mich jedenfalls auch noch vage an einen Besuch des Biergartens mit meinen Eltern erinnern, als ich so zwischen 4 bis 5 Jahre alt war. Das war jedenfalls genial gemacht mit verschiedenen Terrassen und man konnte da schön am Hang sitzen und die Aussicht genießen. Und 400 Volt, Gleichstrom, ja. 100 kW, ja, das Ding. 100 kW? So, also 130 kW, ja. Genau. Ja, wie gesagt, der Strang, so geht das. Ja. Das hier ist die ganz normale Betriebsbremse. Ja. So ganz primitiv. Und die Wagen hängen jetzt nur, die hängen immer nur in Seilen. Also die sind irgendwo festgemacht, hängen immer in Seilen. Jetzt wird es nur gehalten durch die Betriebsbremse, wenn man dann abends auf den Bahn ausschalten, legt dann dieses größere Geld in die Sicherheitsbremse. Zangenbremse.
Das ist die Seilanhängung von morgen hier. Das hier ist noch morgen festgemacht. Okay. Hier unten ist eine Art Krückstange dran. Ja. So, wenn jetzt entweder die Gewichte, also dann fallen die Gewichte. Ah, nee. Ich sehe schon. Ja, das ist ja. Das jetzt, ja. Das, ja. Wenn, jetzt, wenn das jetzt locker ist, dann genau. Ich kein Gegenpunkt mehr da. Das runter, schiebt eine Stange, fallen die Gewichte. Dann ist irgendwann an den großen Lebern wahrscheinlich das ein Jahr kurz nach vorne. So. Dieses große Zahnrad steht still. Die Welle dreht sich immer mit. Hier innen drinnen, das sind Bremsbacken, messen. Hier außen dran ist wie so eine Zange. Wenn die Gewichte fallen, drückt die Backen innen rein, dann dreht sich dieses große Rad mit, ist das ein kleines Rad, und dann werden die Schienen, Zangen, Bremsen zugedreht. Wenn Sie mal an der Standseilbahn drüben sind, weiß ich nicht, oben im Bodensaal ist, so war es früher bei der Standseilbahn auch, mechanisch, das ist mechanisch. Jetzt ist es ja bei der Standseilbahn hydraulisch. Für die, die sich das nicht vorstellen können, wie so eine Zangenbremse funktioniert, hier ein kleines Schema. Wenn das Seil reicht, wird das Zahnrad über eine Kupplung mit der Welle verbunden. Dann werden die Bremszangen wie ein Schraubstock festgezogen. Durch das Eigengewicht des Wagens schraubt es dann so lange fest, bis der Wagen steht. Diese Antriebsräder, große Schwarzen, sind die Originalen von 1901. Ja. Als Guss, 4 Meter Durchmesser, 15 Tonnen schwer jeweils. So, hier oben haben wir das Leitrad 1, nennt sich auch Spindelleitrad, weil das Leitrad ist verstellbar. Durch Spindeln. Ach, das sind die Eisstrafen sozusagen. Genau. Zweieinhalb Mal über die Antriebsmaschine zum Leitrad 2, zum Leitrad 3 und zum Leitrad 4 oder wo 2 dran hängt, der schon noch, wenn der eine hochgezogen wird, der andere runtergelassen wird. Das ist das Modell draußen von dem Traggerüst, wo sind dann die Stützen und auf dem Traggerüst ist die Schiene und die Wagen werden nur wirklich. Das ist natürlich ein schönes hochleistungsmodernes Seil mit einem Kunststoffkern. Ja. Früher die Seile hatten diesen Hanf drin. Ne? Ja. Das haben wir hier. Ja. Sieht man, das ist der Kunststoffkern. Ja. Cool. Vorige Saison haben wir nur beide. Also bei beiden Wagen müssen wir mal gemacht. Mit der MT3 hat das. Da guck ich. 1901 bis 1909 wurde das mit Dampfmaschinen betrieben, die Anlage. Ja. Und ab 1909 wurde die Dampfmaschine hier drin. Okay. So. Schön, ne?
selber war ich vorhin schon drüber. Lohnt sich auch immer wieder mal durchzugehen, so wie gesagt. Ja. Wie gesagt, also ich war bestimmt 20 Jahre, 30 Jahre nicht mehr. Ja, das ist ja schade, dass es das nicht mehr gibt hier. Ihre Entstehung verdankt die Dresdner Schwebebahn letztlich dem technischen Ehrgeiz des Dresdner Ingenieurs Bellingrad, der mit Eugen Langen bekannt war. Eher monetäres Interesse hatte dagegen der Hofbuchhändler Wornatz, der maßgeblich zur Finanzierung beitrug. Dieser spekulierte auf die Preissteigerung der Grundstücke durch den Bau der Bahn. Bei oder nach dem Bau gab es dann Ärger. Es war vorgesehen, dass an der Elbe ein Elektrizitätswerk gebaut werden sollte. Das wurde aber dann doch nicht gebaut und so musste man für den Antrieb der Bahn eine Dampfmaschine einbauen. Hier gab es Beschwerden der Anwohner, man störe sich an einem Schornstein in einer so exponierten Lage. Deswegen wurde das Maschinenhaus aus Turm gestaltet und in der Eckzinne wurde ein Schornstein verbaut. Ein weiteres Problem, das Grundstück auf der Pillnitzer Landstraße Nummer 3 konnte nicht gekauft werden, also wurde die Trasse in einem kleinen Bogen verlegt. Die Schiffswerft Übigau lieferte den Dampfkessel und die Maschinenanlagen. Das wurde mit Lastkähnen nach Löschwitz und Vorwerke bis zur Bergstation bewerkstelligt.
Damen und Herren, hören Sie nun, Rosamunde. Als ich jetzt wieder zur Bushaltestelle zurückging, schaute ich gleich mal nach den Häusern. Hier fuhr ja früher auch mal die Straßenbahn und der U-Bus. Und zumindest hier am Körnerplatz hat man noch einige der Hausrosetten. Das werde ich auch mal in einer Chor mir mal angucken, wie viel und was da noch alles da ist.
gab ja noch die Bahn nach Pillnitz und halt den Obus da hochfuhr bis zumindest nicht Bülau. Auf dem Land dann weiß ich nicht, ob da noch was zu finden wäre vom Bus, aber nicht der vorher auch gar nicht bis weiß ich der Obus. Der hörte am Siegfried-Rädel-Platz auf, soweit ich mich erinnern konnte. Okay. Dann danke fürs Zuschauen, drückt mal unten auf Gefällt mir bzw. abonniert meinen Kanal und tschüss.